Moin, moin, Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle, ja, zum neuen Spiel hier auf meinem Kanal, Assassin's Creed Valhalla. Startet jetzt, ja, war mehr oder weniger zeitgleich mit Tomb Raider. Dienstag, Donnerstag jeweils eine neue Folge Assassin's Creed Valhalla und Montag, Mittwoch eine neue Folge Tomb Raider und Freitag, ja, mal gucken, erstmal Hand Showdown und dazwischen immer mal wieder, ja, ich sag mal, frei Schnauze, wenn was anliegt, wie Mario Kart oder sonst irgendwas, wenn ich da was habe. Kommt zwischendurch auch mal. Ja, ansonsten Streamplan, ja, poste ich ansonsten einmal die Woche logischerweise auf YouTube oder auf Twitter. Folgt mir also auch da, wenn ihr ja, auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Und ja, Livestreams auf twitch.tv/schule83. Will ich mal gucken, dass ich auch es jetzt zeitlich hoffentlich hinkriege, dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag, sollen meine erstmal, ja, nicht feste wahrscheinlich, aber sollen meine Streamtage werden und der Rest ist so Freischnauze. Damit aber würde ich sagen, genug zur Einleitung. Ihr hört es wahrscheinlich immer noch, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, habe mittlerweile wenigstens kein Fieber mehr, aber naja, Erkältung ist immer noch nicht ganz weg, aber was willst du machen? Ne, deswegen schon mal Entschuldigung, falls ich zwischendurch mal niesen, husten, räuspern, sonst irgendwas machen muss, aber das bleibt halt nicht aus. So, dann starten wir erstmal ein neues Spiel. Minimale Information. Ich würde sagen, nehmen wir Entdecker. Schwierigkeitsgrad der Kämpfe. Ich hätte gesagt normal. Standard, Wikinger. Kann man jederzeit anpassen. So, gut, dann. Schwierigkeitsgrad Schleichen. Nehmen wir Assassine. Ja, ansonsten, ich versuche in den Zwischensequenzen mein Maul zu halten und wenn ich dran denke, blende ich auch die Kamera aus, aber kann es dir immer versprechen. Still. Kinder der Götter, hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf im weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet. Doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Da bist du ja. So, da wären wir wieder. So, ist jetzt auch schon länger her, dass ich es mal angezockt habe. Also ich habe es mir, also Assassin's Creed Valhalla, ziemlich genau mit der PlayStation 5 geholt. Das war, wann habe ich mir die geholt? Also, boah, Anfang, Mitte 2021, irgendwie sowas. Evo, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Aber ich sehe gerade, es ist verdammt dunkel. So, Moment. Ah, Helligkeit. Ne, muss ja auch so, dass ihr in der Aufnahme was sehen könnt. So. Ja, jetzt sieht man was. So. Da
bist du ja keine Dränger. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Ava. Hast du den Reif? Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwa so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dürbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Mhm. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Ava. Mhm. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Mein Schwert dürstet nach Blut. So, tanzen können wir ja auch, okay. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Okay. So. Der freundlosen Hirnhunde. Ich sprang von Odins Trunk und schnitt ab die langen, strohbieten Bärte. Na komm, erzähl du mal. Oh, ja, das ist gut, Kinder. Ah, was kommt jetzt wieder? Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir ich was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Du bist ja auch ein bisschen jung für, ne? Valka Seda wirkt durch meinen Hammer. Wenn du mit dem König sprichst, halte ihn ins Licht, damit er die feinen Details sieht. Siehst du? Ich habe seinen Namen in Runen eingraviert. Zeigst du es ihm? Mhm. Du bist genau wie dein Vater, kleine Kriegerin. Skoll, auf dich! Skoll! Siehst du? Sie stimmt zu. Kriegerin? Ich habe mich doch noch gar nicht entschieden. Aber egal. Aber woher kannte ich die Stimme? Woher kenne ich die? Die kam mir auf jeden Fall sehr, sehr bekannt vor. Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf dem Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Ja! Ups. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Na? Evo, warte. Skål! Aus Dürbjörn! Den wahren König von Rügjafylki! Heute Nacht werden wir alle neu geboren! Skål! Evo, Evo, komm! Herr! Mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt.
Gebet und Stärke bringt. Wenn du hier bist. Ein Krieger fällt bei Kyria. Nach Ballhalde der Held. Das Horn für die große noch nicht. Na, ist ja ein perfekter Zeitpunkt für einen Überfall, würde ich jetzt ja fast behaupten, ne? Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Yeah!
sehe zwei Datenströme, die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht wieso. Behebt das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Ah, okay. Jetzt kann ich mich entscheiden. Greift auf den jeweils stärkeren... Hä? Wie darf ich das denn verstehen? Okay, da kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Also spontan hätte ich jetzt gesagt, ich spiele den männlichen. Weil in Odyssey habe ich Cassandra gespielt. Beziehungsweise spiele sie immer noch. Ja, aber Odyssey habe ich leider noch nicht durch. Ja, das gibt es nebenbei gesagt im Stream zu sehen. Aber... Irgendwie interessiert mich das ja schon. Der Animus greift auf den jeweils stärkeren... Also variiert das dann zwischen... Oder... Ja, nehmen wir mal. Gucken, was da passiert. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Lass mich mal überraschen. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18? Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest ihres Trupps. Lass sie leiden. Eivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff. Eine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Sühnen ist also unser Rabe, wenn ich das richtig mitgekriegt habe gerade, ne? Ja, so wie Ikaros bei Odyssey und in Origins komme ich jetzt gerade nicht drauf. Meine Mannschaft ist in Gefahr. Ich muss zu ihnen. So, schauen wir mal. Ist hier denn, ne? Ich bin ja so ein Freund von alles erkunden und hast du nicht gesehen? Ah ja. Plündern. Was haben wir denn da? Eine Blume. Ja, Blümchen sind natürlich. Genau deswegen breche ich hier ein. Na, hat uns ja mal
Silber. Wo habe ich denn? Okay, Pfeilbogen habe ich. Nee, ich habe Bogen, aber doch. Auch Pfeile, gut. Ich dachte gerade schon. Okay, aber gucken wir uns doch erstmal. Also, wie gesagt, ich spiele auf der PS5. Mit hoffentlich 60 FPS sollten es eigentlich durchgängig sein. Und das sieht schon. Also habe ich ja schon bei Tomb Raider gesagt, bei der ersten Folge, die gestern kam auf meinem Kanal. Ne, könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Tomb Raider ist leider ein bisschen gealtert, sieht auch noch geil aus. Aber vor allem Weitsicht und Details, was man hier zum Beispiel in den Bergen sieht, etc. pp. Ne? Also Weitsicht haben wir jetzt hier auch noch nicht so wirklich, aber das ist schon. Besser. Ist Bärenpilz oder Nahrung aus Töpfen, um deine Gesundheit zu regenerieren. Okay, mache ich glatt. Ansonsten werde ich es halten, wie bei Tomb Raider auch. Ne, eine Folge so, halbe Stunde plus minus. Ne, immer je nachdem, ob gerade was, ich sag mal, Geschichtsträchtiges passiert. Ob es gerade eine tolle Zwischensequenz gibt und so weiter und so fort. Ne, da steckt man ja meistens nicht so drin. Komm schon. Achso, nee, hier kann ich direkt plündern, okay? Mein Silberpuppe, leere Schachtel. Okay, leere Schachtel, was auch immer ich damit soll, egal. Weiß ich nicht. Und der erste Teil, gut, der wird, ja, meistens wird er halt länger, weil so Einführung, Story, Zwischensequenzen, ne, fällt halt mehr an als in einem normalen Part. Ich werde zwischendurch bestimmt auch mal Parts haben, oder beziehungsweise ich werde zwischendurch bestimmt auch mal so ganz normal offline spielen. Hallo, jetzt macht die Dinger kaputt, um, was weiß ich, Sachen zu farmen. Oder hast du die gesehen? Also ich werde wahrscheinlich nicht jede einzelne Nebenquest hier auf YouTube hochladen. Ne, dann wird das ja ein Projekt mit keine Ahnung wie viel Folgen. Ist, glaube ich, für euch nicht so geil zum Zuschauen. Außer ihr wollt es, ne? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, dann mache ich das natürlich gerne, kein Problem. Aber ja, jede Nebenquest, jede Sammelquest oder wenn ich mal irgendwie so ein bisschen oder nee, wenn ich so einfach mal zocke, um ein bisschen zu farmen oder Gegenden, die Gegend zu erkunden, das habe ich eigentlich definitiv nicht vor. Ich fühle mich besser, stärker. Mhm. Hier wird aufbewahrt, alles klar. Das habe ich eigentlich nicht vor, hier auf YouTube dann hochzuladen. Also die Hauptquest-Reihe eigentlich auf jeden, also die auf jeden Fall, logischerweise. Sonst könnte ich mir das auch schenken. Aber ja, also Nebenquests erkunden, ja. Oder was man hier alles später so machen kann. Fokussieren. Aha. Da muss ich hin, sagst du. Halt. Moment. Obwohl. Nee. Ach nee, nee, nee. Es war R3 fokussiert. Ich dachte, ich konnte gerade irgendwas sammeln. Nehmen wir nicht so. Ach, das ist. Ah, der Aussichtspunkt ist das. Okay. Das heißt, da können wir synchronisieren. Chapeau. Nein, das gibt es ja dann auch in jedem Assassin's Creed. Ah, und das Klettern funktioniert definitiv besser als in Horizon Forbidden West. So, hier haben wir jetzt auch mal ein bisschen die Weitsicht. Ja, guck mal, ne? Es war neblig, aber. Ei, wir werden es ja jetzt wahrscheinlich auch sehen. Ja, einmal so in einer Rundfahrt. Ah, das sieht schon geil aus. Doch. Bin ich gut. Kann ich jetzt auch einen Todessprung machen? Wo der Einbrecher meine Leute gefangen hält. Empfohlene Stärke 1. Reichtum, Rätsel, Artefakte. Ja gut, was das alles heißt. Wenn du Aussichtspunkte synchronisierst, schaltest du sie als Schnellreise frei. Ja gut, das ist ja, ich sag mal, normal. Hm.
Na gut, ne, hier gibt's anscheinend nichts. Dann wollen wir mal aus dem Eiswasser raus. Boah. So, linker Stick reindrücken und sprinten, oder wie ist das? Moment. Hm, okay, ich merke jetzt zumindest keinen Unterschied. Ich muss vorsichtig sein. Was? Wo? Ach, da. Ich muss mich in Acht nehmen. Okay. Angreifen, schwerer Angriff. Das ist die Frage, kann ich schon Assassinen attacken? Odem soll dich holen. Arm, Junge. Okay, Assassinen-Attacken kann ich noch nicht. So, von dem kriegen wir Silber. Na, ich hätte natürlich auch Pfeil und Bogen nehmen können. Na ja. Raubtierpfeile. So, mit dem Rahmen kannst du dir einen besseren Überblick über die Umgebung oder über deine Umgebung verschaffen. Okay. Zeig mir, was vor uns liegt. Mhm. Okay, das ist wie in Odyssey auch. Und Origins und etc. Kann ich wahrscheinlich auch Gegner mit markieren, wenn ich denn welche hätte. Und Markierung setzen. Und mal so. Oh, wobei. Ja, nee, ist vielleicht doch ein bisschen weit. Alle Markierungen entfernen. So. Da ist auch was. Was ist da denn? Okay, das Gelbe und Türkise sind wahrscheinlich irgendwie Nebenquests. Nee, obwohl, nee, ah, warte, das ist wahrscheinlich, okay, Reichtum, das heißt, da ist ein Schatz. Schätze ich mal, da ist ein Rätsel. Und da Artefakte. Hm, okay. Vielleicht auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das hat was zu tun unten rechts mit den Einfärbungen. Ne, gelb ist halt Reichtum, Rätsel, Weiß, Artefakte. Aber, ja, wobei, vielleicht ist es das Symbol für Artefakte. Ich weiß es ja nicht, ne? Kann ja doch einfach mal da hingehen. So. Wie viel ist denn das? 220 Meter. Ah, komm. Da tingeln wir mal hin. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Hm. Hier sollte ich vorsichtig sein. Oh. Hm. Hören wir noch, wie stark du den Bogen spannst und wo der Pfeil trifft. Na, guck. Na, war doch ganz einfach. Kleeblatt, Pfeile, Nägel, Silber. Ja, nehmen wir alles mit. So, dann bin ich jetzt echt mal gespannt, was da auf mich wartet. Oder ob das nur... Ich hätte jetzt gesagt, das ist irgendwie Leder oder sowas, aber hey. Schauen wir mal. Jägerblick. Ja, nee, jetzt gerade nicht. Okay. Ja doch, Leder und Tierschuf. Ah. Ah, das ist also nicht Artefakt. Okay. Sei meine Augen. Gut, so viel dazu. Na, wenn das so ist, dann würde ich sagen, gehen wir da hin. Auf direktem Wege.
Wir bewundern nebenbei noch die geile Schneelandschaft hier. Hier in dem Fjord. Oder ist es ein Fjord? Müsste ich jetzt auf der Karte nachgucken. Habe ich eine Karte? Ja. Na gut, nee, ist nicht wirklich ein Fjord. Das ist nur so eine kleine Einbuchtung hier auf der Insel. Naja. Oh, okay. Hier darf ich anscheinend nicht lang. Da sagt der Animus nein. Singendes Eisen. Da findet ein Kampf statt. Da, du alter Hund. Du lebst. Oh ja. Hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwalsnäs auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie, du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Saga Rückjafölki gestartet. Aha, okay. Moment, das heißt, er geht dahin. Ich gehe logischerweise dann hier hin. Ja, an einem pulsierenden Leuchten im Kompass. Erkennst du, dass du in der Nähe von Schätzen, Rätseln oder Artefakten bist? Ah, ach so, das heißt alles, okay. Ja, also, was hier angezeigt wurde, Reichtum, Rätsel, Artefakte, das ist, ne, alles sowas. So, aber bin ich nochmal gespannt hier. So. Kann ich die nicht markieren? Oder werden die nicht markiert? Ah. Okay. Na, vielleicht geht das noch nicht. Oder vielleicht brauche ich erst, also, keine Ahnung, mehr Aussichtspunkte oder. Es wird erst später im Spiel freigeschaltet. Oder vielleicht geht es auch in dem Teil hier gar nicht. Wer weiß. Also hier in dem Haus ist zumindest was. So. Das haben sie uns ja gerade gesagt. Ah ja. Hier bin ich jetzt im hohen Gras versteckt. Krieger krauchen durch Irrwalsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Guter Punkt. Hier, da ist auch so ein Loch im Zaun. Dieser Ort wird gut bewacht. Ich muss sagen, hier kann ich doch bestimmt einmal durch. Aha. Was siehst du? Nee, geht halt immer noch nicht. Okay. Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Gut. Aber ob unsere Mannschaft da drin ist und was für ein toller Schatz hier vorne auf uns wartet, ja, das seht ihr in der nächsten Folge am... Moment, wann kommt die hier? Donnerstag, sprich Dienstag. Ja, da geht's wieder weiter mit Assassin's Creed Valhalla. Ja, morgen kommt eine neue Folge Hand Showdown hier auf YouTube. Ja, Montag Tomb Raider. Ja, und heute Abend bin ich... Also, sofern die Erkältung mitmacht etc. pp. Live auf Twitch. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich wollte One Piece Pirate Warrior 4 spielen. Wenn denn alles so klappt.
Lassen wir uns mal überraschen. Streamplan, wie gesagt, einmal hier auf YouTube poste ich den, auf meinem Discord und auf Twitter. Folgt mir auch gerne dort. Links findet ihr alle unten in der Videobeschreibung, auch zu meinem Twitch-Kanal. Und dann würde ich sagen, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.